Kellogg's Cornflakes werden als vollwertiges Frühstück beworben. Dabei ist der gesunde Kern gar nicht mehr im Korn. Und hier stecken alle wertvollen Vitamine und Mineralien drin. Nur das hier landet nicht im Cornflake. Stattdessen streckt die Industrie sie mit künstlichen Nährstoffen und faked den Maisgeschmack. Die Brühe hier schmeckt original nach Cornflakes, da war aber noch überhaupt kein Mais drin. Die guten alten Cornflakes. In der Werbung sagt man ein vollwertiges Frühstück. Glauben Sie wirklich, dass das hier ein vollwertiges Frühstück ist? Dann passen Sie jetzt mal auf. Der Kellogg's Trick. Sebastian Lege nimmt Cornflakes genauer unter die Lupe. Zunächst, wie unterscheidet sich das Markenprodukt von den günstigen Alternativen? Ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal Cornflakes gegessen habe. Tja, das sieht aus wie Cornflakes, wie ich sie kenne. Die schmecken auch noch so. Schmecken nach Mais und knusprig. Die schmecken gut und die sind am besten getoastet. Die sind richtig röstig. Und jetzt das Original vom Erfinder himself. Mais, Gerstenmalz, Zucker und Salz. Schmecken die jetzt anders? Alle Produkte bestehen aus den gleichen Zutaten. Einen großen Unterschied kann ich da nicht erkennen. Beim Preis sind die Unterschiede beträchtlich. Kellogg's ist etwa doppelt so teuer wie die No-Name-Produkte von Aldi oder Lidl. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man ein Maiskorn vorbereiten muss, bevor es ein Cornflake wird. Habe ich hier ein Maiskorn. Wenn ich hier drauf drücke, dann kommt das hier raus. Das ist der Keimling. Und hier stecken alle wertvollen Vitamine und Mineralien drin. Nur das hier landet nicht im Cornflake. Also, man nehme das Maiskorn. Man drückt in der Mitte diesen kleinen Keimling raus. Man steckt sich den selbst in den Mund, fühlt sich super fit und vital und daraus wird der Cornflakes. Maiskeime stecken voller gesunder Inhaltsstoffe, Vitamin E, ungesättigten Fettsäuren und Mineralien. Aus ihnen wird Maiskeimöl gewonnen. Für Cornflakes nutzt die Lebensmittelindustrie die übrig gebliebenen Körner ohne Keim und ohne all die gesunden Inhaltsstoffe. Die Körner werden gekocht. Damit die auch vernünftig schmecken, stabil sind und die richtige Farbe erhalten, müssen wir das Wasser ein bisschen pimpen. Zucker natürlich. Nicht zu viel, weil die schmecken ja nicht wirklich süß. Das Salz ist genauso wichtig, weil aktiviert das Eiweiß. Und beim Pressvorgang bleibt das Produkt wunderbar stabil. Gerstenmalz, ganz beliebtes Färbemittel. Die sollen ja schön goldig werden. Deswegen machen wir mal 1, 2, 3 Löffel rein. Dieser Sud aus Zucker, Salz und Gerstenmalz ist das Cornflake-Geheimnis. Das schmeckt voll nach Cornflakes. Die Brühe hier schmeckt original nach Cornflakes. Da war aber noch überhaupt kein Mais drin. Man bringe mir kurz ein paar Cornflakes. Die kleinen Schlawiner. Da hauen die so viel Gerstenmalz in die Cornflakes. Die schmecken voll danach. Ich war jahrelang geblendet. Sebastian Lege muss den Mais nun weich kochen. Erfunden wurde die Rezeptur vor über 100 Jahren in den USA. 1894 kam der Arzt Harvey Kellogg auf die Idee, geröstete Getreideflocken als Schonkost in seinem Sanatorium anzubieten. Ursprünglich ganz bewusst ohne zugesetzten Zucker, gewürzt nur mit etwas Salz. Eine medizinische Nahrung für Magenkranke. Der jüngere Bruder Will Kellogg wittert ein Geschäft. Er schwenkt um von Getreide auf Mais und setzt den Flocken Zucker zu. Plötzlich schmecken die Flocken gut. Die Kellogg's Company expandiert weltweit.
1961 auch nach Deutschland. Kellogg's Cornflakes, Sonnenschein auf jeden Tisch. Gekocht lassen sich die Maiskörner gut weiterverarbeiten. Durch Gerstenmalz und Zucker bekommen sie Geschmack und Süße. Zu 84% bestehen Cornflakes aus Kohlenhydraten. In der Cornflakes-Produktion werden die gewalzt. Das heißt, das sind Metallwalzen, die werden von innen beheizt und dann laufen die einfach nur da durch. Und dann sind sie auch schon in der Packung. Sebastian Lege hat keine Walzen zum Rösten. Er improvisiert mit einer T-Shirt-Presse. Hey, 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 hey! Yeah, 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 yeah! Naja, das ist eher die XXL-Variante, aber sie lassen sich jetzt wunderbar lösen. Und das sind hier meine Cornflakes. Die sind schon mal richtig gut. Die Flakes haben in etwa die richtige Form. Flach gepresst müssen sie jetzt noch geröstet werden. So! Da ist sie, meine automatische Cornflakes-Röststraße. In weniger als einer Minute verwandelt der Durchlaufofen die weichen Maisfladen in knusprige Cornflakes. Die knistern schon. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ist wie so eine Kruste vom Schweinebraten. Die knistert ja auch so. Yes! Mega Ergebnis. Ha! Das Ergebnis ist gut gelungen. Sie schmecken wie die ursprünglichen Cornflakes. Ja, schmecken nach Mais, sind knusprig. Aber ein Problem haben wir noch. Ich finde, die schmecken total langweilig. Ready for a complete nourishing breakfast, Thomas? I doubt it. Come on, darling. Mit Tiger Tony kommen 1952 die Frosties auf den Markt. Die einstige Schonkost hat eine extra Zuckerhülle. Kinder lieben sie. No doubt about it. Kellogg's hat zum zweiten Mal Zucker als Wunderwaffe eingesetzt und wird endgültig zum Weltkonzern. Das Sortiment wächst, die Flakes werden nach und nach auch aus anderen Getreidesorten wie Reis hergestellt. Und alle sind sie zuckersüß. Heute bestehen Frosties zu 37% aus Zucker. In Smacks stecken 34% Zucker. Und in Crunchy Nuts, süßen Cornflakes mit Erdnussstückchen, 35%. Das war meine Lieblinge als Kind. Kellogg's stellt in seiner Werbung die wertvollen Vitamine heraus. Niacin, Eisen, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12. Ja, Junge, Junge, Junge. Die ursprünglichen Cornflakes enthalten nach der Herstellung kaum noch Vitamine. Kellogg's setzt den fertigen Produkten Vitamine zu. Die sind industriell hergestellt. Und jetzt die wertvollen Vitamine. Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12, Niacin und ganz wichtig, Eisen. Was die sich alles einfallen lassen, oder? Vitamin B2. Fertig. Sebastian Lege mischt die Zutaten in den Zuckersirup. Der sorgt für den süßen Glanz und klebt die Vitamine an. Ein bisschen Melasse für die Farbe. Und schon haben wir visuell mal ein bisschen Honig gemacht. Ja, Honig ist ja auch drin, ne? Hörten Sie? Reicht. Und jetzt machen wir mal aus Cornflakes Crunchy Nut. Mit einer Gartenspritze sprüht Sebastian Lege die mit Vitaminen angereicherte Zuckerlösung auf die Cornflakes. Das gibt Crunch und Glanz. Fehlen die Nuts. Und jetzt noch ein Hauch Erdnüsse. Zuckerflakes mit Erdnussstückchen. Von der ursprünglichen Schonkost ist wenig geblieben. Die extra Hand Erdnüsse, die haben es gebracht. Mm. Kellogg's setzt bei Tresor und Crunchy Nut einen ganzen Mix an Vitaminen zu. Das lenkt vom Zucker ab und lässt die Produkte gesünder erscheinen. Bei Vitaminen und Mineralstoffen ist es oft so, dass ich sie im natürlichen Verbund besser aufnehmen kann. Und gleichzeitig kommen sie dann auch zusammen mit sekundären Pflanzenstoffen. Und die werden dem Produkt hinterher nicht mehr zugesetzt.
Das heißt, ein natürliches Produkt mit den natürlich vorkommenden Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen ist in der Regel besser als so eins mit künstlichen Zusätzen.